Erster Satz, ich liebe dich. Zweiter Satz, im Juli wollen wir reisen. Das ist eine heiße und schöne Zeit. Vorausgesetzt, dass es nicht wieder im Juli septembert. Ins Gebirge, dorthin, wo ich geboren bin. Bober-Katzbach-Gebirge, also jenseits der Flüsse Oder und Neiße. Von mir aus, von uns aus, von Dresden aus gesehen. Dorthin wollen wir reisen. Die Zeit vom Wunsch zum Plan bis zum Tag ist lang. Vielmal wird das Vorhaben in Frage gestellt, aber der Entschluss ist gefasst und laut gemacht, und jetzt arbeitet das Reisebüro. Sorgt vor, bestellt und stempelt, telefoniert, holt Genehmigungen ein und schließt Verträge. Die Fantasie eilt voraus wie eine Taube, doch die Ämter bewegen sich wie Fußgänger. Frist für Onkel Heinrichs Mahn, Droh- und Liebesbriefe aus Rangsdorf bei Berlin. Er schreibt Vorkriegslatein, junge Schrift, also gut lesbar. Bevorzugtes Schreibgerät, Kopierstift. Erste Eilpostkarte. Liebe Christa, mir geht es gut, hoffe dasselbe von dir. Ich bin erstaunt, dass ihr nun doch hin wollt. Ich sehe schwarz. Dein dich liebender Onkel Heinrich. Zweite Eilpostkarte. Liebe Christa, ich weiß verbindlich von den Nixdorfern, von denen wohnt eine Verwandte in Jawor, Nixdorfer Hertha, das Haus steht nicht mehr. Also, ich sehe schwarz. Dein dich liebender Onkel Heinrich. Als dritte Botschaft erreichte mich kurz vor der Reise ein Brief, zugeklebt, zusätzlich mit Klebstreifen gesichert und außerdem eingeschrieben, will sagen, sehr allerhöchst persönlich an mich. Liebe Christa, was willst du denn dort? Willst du deinem Freund die Mäuerle zeigen? Kannst keinen Eindruck schinden. Glaube mir, deinem Onkel und einzigen Ratgeber diesbezüglich. Ist sowieso alles vergangen und zerfallen. Wie ich dir schon schrieb, kann keiner mehr sehen, woher du kamst und woher du bist. Würden vielleicht sagen, Lumpenpack. Das Haus war mit Stroh bedeckt. Stall mit der einen Kuh gleich neben der Stube. Einzige Stube. Die Kammer gleich unter dem Dach, ohne Oberboden. Die Sperlinge haben auf deine Zudecke geschissen. Wörtlich. Die Betten alle selber gezimmert. Überall Strohsäcke drin. Auch in deiner Wiege. Ist alles zerfallen. Sei doch bloß froh. Wer weiß, ob du überhaupt hinfindest. Du warst doch allerhöchstens 2 Jahre oder 3, wie wir fort sind. Ich sehe schwarz. Dein dich liebender Onkel Heinrich. Onkel Heinrich hat seine halben Weisheiten geschickt und mit schweren Schlusspunkten versehen. Die andere Hälfte behält er für sich. Auch die Fragezeichen spart er sich noch. Bis später. Bis wir wieder zu Hause sind. Vogellaut in der geräuscharmen Vorstadtnacht. Blick aus meinem Fenster. Dresden, N23, Platanenstraße 8. Gegenüber die Häuser 7 und 9. Dunkel und verschlossen und finster die kleinen, sehr kargen Vorgärtchen mit den niedrigen Sträuchern und den nassen, tagsgrünen Steinbänkchen. Und unter dem Mond und unter den hellfleckigen Platanen das Auto und daneben du. Dem Pfeifen nach, großer schwarzer Pirol, seltener Vogel, Naturwunder in den Vorstädten. Das kleine Gepäck ist untergebracht, die Küsse gegeben, die Freude ist groß. In den finsteren Tag wächst ein weißer Schönwetterbaum. Siehst du, der weiße verzweigte Streifen über dem Mond, der verspricht schönes Wetter. Küsse. Wir reisen, sind unterwegs. Der Himmel ist blau inzwischen, von einem besonderen Blau, von dem Blau, das jetzt und künftig immer häufiger als Himmelsfarbe angegeben und angetroffen wird. So ein Blau, das nächstens gewöhnlich geheißen, während das früher gewöhnliche Blau umbenannt werden muss. Wenn immer etwas gesagt werden soll mit Farben, dann muss dieser Austausch bald stattfinden. Vorläufig aber, der Himmel ist von einem besonderen Blau und für unsere Zwecke gemacht und geschaffen. Wichtig zu sagen, denn der Himmel hat in vielen Lebenslagen ziemliche Bedeutung, oft eine ausschlaggebende.
Und wenn uns einer fragen sollte, wer wir sind, wer sind wir? Uns fragt keiner. Und wenn? Wir sind die berüchtigten Kurzreisenden von Dresden, Mann und Frau. Der erste Titel ist unter einer Nummer im Reisebüro Trachenberger Platz eingeschrieben, der zweite nicht. Also werden wir der Ordnung halber sagen, Liebhaberin und Geliebter oder umgekehrt. Wie auch immer, früher, gestern zum Beispiel, waren wir noch Spezialisten für Hochzuchtgetreide, Primel, Schlosser, draußen in Pillnitz hinter dem Schlosspark. Wir vergessen es vorsätzlich. Ich wünsche mir sehr, die Wiesen und Wälder meiner Kindheit zu zeigen. Wir werden hinkommen, irgendwie. Jetzt loben wir unseren guten Entschluss, so bei Zeiten aufgebrochen zu sein. Auf die Weise sind wir, da der Tag für gewöhnlich erst beginnt, schon ein gutes Stück vorwärts gekommen. Schon bei Görlitz, schon über die Grenze, schon im Nachbarland. Wegweiser, Jelona Gora nach links, Jelenia Gora nach rechts. Jelen ist gleich Hirsch, Gora ist gleich Berg, also rechts. Fahren wir rechts, das bringt uns näher. In Hirschberg, ich erinnere mich, hat vor Jahrzehnten eine Großtante aus Großenhain einen grünen Wellensittich gekauft. In Hirschberg muss eine berühmte Zoohandlung gewesen sein, denn die Großtante ist nur wegen des Wellensittichs von Großenhain zu uns gereist, hat bei uns Station gemacht und ist am nächsten Tag nach Hirschberg gefahren. Ich durfte mit. Ich erinnere mich der hohen, feinmaschigen Volieren, die grünen, weißen und blauen Sittiche auf dem Gestänge, ein künstlicher Baum, die Tiere darauf, fremd und reglos, wie sonst niemals ein Vogel in freier Natur. Ich blieb, ich wartete auf einen Flug, aber keiner ließ sich herbei. Die Großtante hat inzwischen im Gebäude ihre Geschäfte abgewickelt. Da ging ich, machte mich auf, lief durch die Straßen, alle frisch gefegt, kein Strohhelmchen lag mir im Weg. Als ich an der Hand eines Fremden in Probstein in unser Haus und in die Stube gebracht wurde, stand ein kleiner Reisekäfig mit einem grünen, sehr schweigsamen Sittich auf dem Tisch. Die Tante saß hinter dem Tisch auf dem Kanapee und hielt sich gerade und sah mir entgegen. Auch alle anderen sahen schweigend zu uns, bis wir mitten in der Stube standen. Dann sprachen sie mit dem Fremden. »Du siehst, Jelenia Gora, das liegt am Wege oder zumindest nicht weit davon.« »Wir fahren. Wir haben einen langen Blick zum Horizont. Sagtest du nicht, das Dorf sei im Tal?« »Fahr zu, laut Atlas sind wir noch in grüner Umgebung. Erst bei Luban zeigt die Karte hellere und bräunliche Flecke.« Wir sind allein auf weiter Flur. Die Straße führt durch stille Gebiete, Felder. Und die Sonne scheint uns genau entgegen, denn es ist noch früh und wir reisen nach Osten. Und wir haben geografisch das Gebirge noch nicht erreicht und kosmisch Zenit und Solstitium noch nicht überschritten. Da muss sich die Erde noch ein paar Stündchen drehen, und wir müssen fahren. Dvorvek, eine Kleinstadt, ähnlich unserem Pirna. Wir werden an einer Bahnstranke aufgehalten, schauen neugierig auf die Leute draußen, versuchen Fremdes zu finden und Neuigkeiten zu haschen, damit sich die Reise bei Zeiten bezahlt macht. Wir lauschen der slawischen Sprache. Du versuchst zu verstehen. Du entzifferst die Anschriften der Stadt. Diese Zabavka, Plivalnia, Orbis, Radio, Skolas Retnia, Porcelana, Ursat, Postovi, Artikui, Spozivce. Was ist das? Sportartikel, denke ich. Aber du sagst, das heiße Lebensmittel und sei eine Konstruktion mit dem Genitiv. Plural, selbstverständlich und wahrscheinlich adjektivisches Attribut. Hinter der Sprache ist alles bekannt. Leute, die unter allen Umständen ihren Zug noch erreichen müssen. Und einer ist immer unter den Eiligen. Auch hier in Rovek. Der hat schon am Morgen viel Zeit und Muße, sich jeder Unregelmäßigkeit zuzuwenden. Sind wir ein mittelalterliches Schiff mit roten Prachtsegeln? Er geht um uns herum.
Er studiert die auswärtige Autonummer. Er beobachtet das Paar. Er findet es neugierig und meint, wie kann nur ein Mensch so neugierig sein? Auge in Auge in Auge. Die Bahnschranke ist aufgefahren worden. Hinter uns der graublaue Pobeda startet, hupt und schlägt schimpfend um uns einen Bogen. Badan, sagt er aus dem schnell niedergekurbelten Fenster. Badan? Ich grüße freundlich zurück. Du sagst, das heiße Kamel oder Hammel, genau weißt du das nicht mehr. Wir werden nachschlagen, sobald wir die Sprache für jedermann handbereit haben. Wir folgen dem Spötter. Der Zufall leitet uns zusammen in eine Richtung. Richtung Sortoria jetzt, denn der Weg hat sich wieder gegabelt. Du sagst Sortoria, das heißt Gold oder Geld. Im Stamm jedenfalls, hinten die Endung, vergleichbar mit unserem Witz oder Nitz oder Hausen, jedenfalls nicht übersetzbar. Ich weiß, in einem Goldberg lebte früher unser reicher Verwandter, ein großer Mann mit Vermögen, ein Geldbürger durch eine Geldheirat, ein Glückspilz, wurde bei uns zu Hause gesagt, Besitzer eines Apothekenlädchens. Onkel Heinrich ist einmal zu ihm hin fechten gefahren. Zurückgekehrt hat er zu Tante Selma gesagt, »Das ist ein krummer Hund, unser Berthold.« Das Dach wurde nach Onkel Heinrichs Goldbergausflug nicht neu gedeckt. Berthold hatte nichts gegeben. Der elende Geizkragen von einem Verwandten, ich meine nur Sortoria, das liegt am Wege. Der Pobeda, der große Überholer, quält sich in nämlicher Richtung, leicht bergan jetzt, hellbraun auf dem Atlas. Wir haben uns so lange hinter ihm gehalten, wenn es auch schwer war. Aus Anstand, aus Respekt vor der polnischen Nation, wegen der Väter Erbe und wegen des Erbteils, das wir wiederum von den Vätern übernommen haben und mit uns herumtragen und fahren. Aber jetzt... Er versucht eben mit röchelndem Motor den höheren Gang anzugehen. Jetzt müssen wir vor. Wir tun's mit Anstand. Achselzuckend, demütigen Blicks. Zugegeben, unsere Haltung ist deutig. Dreideutig, würde ich sagen. Er hält uns für plumpe Überholer. Seine Faust zeigt drohend aus dem Fenster. Auch sein Kopf folgt, beult rot und redend, wahrscheinlich schreiend heraus. Der Fahrtwind macht eine Mauer, zerrt und reißt ab und behält den Redefluss in der Ebene, lässt ihn zerfließen. Wir fahren weiter und lachen und freuen uns über die schönen, verdrehten Kleinigkeiten und finden lange nicht genug Unlust für ein Lustspiel. Wir küssen uns während der Fahrt. Warum fürchtest du dich? Warum sagst du, die Reise sei gewünscht und gefürchtet von dir? Ich? Ich fürchte vielleicht, dass die Maße nicht stimmen. Das verstehe ich, sagst du. Aber ich glaube jetzt, es sind nicht die verlorenen Maße, die ließen sich ja schnell wiederfinden. Diese Verlustmeldungen wären einiger leichter Worte wert, eines Lächelns, eines Lachens, eines Vergleichs mit den Fundsachen, eines fröhlichen Philosophierens, eines ernsteren auch. Großer Augenblick für schwergewichtige Worte über Menschen und Zeiten. Worte, denen wir nachgrinsen, die zum Vergessen gesagt sind. Vielleicht sind wir nicht Manns genug, in der mikrochronischen Zeit von zwei ausgesucht kleinen Stunden aus alten Erinnerungen und gegenwärtigen Ereignissen ein neues Wahrheitsbild zu malen. Verlorene Zeit also. Das wäre schade. Und Onkel Heinrich hätte wieder einmal recht. Lachst du? Ein bisschen. Du kennst mich und meine Ferne aus meinen Reden. Ich habe sie dir bereits bekannt gemacht. Du weißt vom riesenhaften Kastanienbaum neben der Schmiede, wo ich im Oktober außerordentlich brauchbare Kastanienpferde fand. Der Baum war bis heute größer als das wahrhaft schon große Schmiedehaus. Der Baum war größer als das Dorf und größer als die übrige Welt außer dem Baum, mein Lieber.
Ich glaube, er war nicht so sehr groß, aber das macht nichts. Jetzt will ich mit dir neu sehen und messen. Über die genauen Maße, denke ich, werden wir uns schon einigen. Alles wird kleiner sein, als du geglaubt hast. Die Leute werden ungezogen und freundlich sein. Je nachdem und je nach uns und je nach den verrückten oder weniger verrückten Umständen, die sie durchlebt haben. Die Felder werden bestellt sein, die Fabriken arbeiten, die Häuser bewohnt und die Menschen werden sich Frieden wünschen. Neugieriger als auf das Gebirge bin ich auf dich und auf mich. Wie begegnet man dem Land seiner Kindheit? Wie begegnet es uns? Ich fürchte, unser gemeinsamer Blick, unser Austausch, die Paarung zu Worte wird meine Antike zerstören, wie Wind und Wasser die alten Städte genommen haben. Aber oft sind neue Gebäude darüber gebaut. Du baust auf meine Antike. Du befestigst mein neues Gebäude. Ich führe dich dorthin. Die Gegend kommt mir bekannt vor, sage ich. Vielleicht hat sich hier deine Oma die Dauerwellen legen lassen? Das war woanders. Das war in einer kleinen Stadt mit Marktplatz, weißt du. Mir ist, als war's eine graue Stadt im Vergleich zu unserem Tal. 2, 3 Häuserstraßen, schöne Fassaden, Symmetrie und vorgespiegelter Überfluss, Rocailles und Ranken aus Zement, hinter den Häusern große Gemüsegärten, groß genug für einen kleinen Frühkartoffelschlag und ein wenig Roggen. Ich weiß noch, manchmal hat eine Kuh aus einem schön verzierten Erdgeschossfenster geäugt, war also statt Herrenzimmer ein Kuhstall dahinter. Ein als Stadt verkleidetes Dorf war das also. Dort hat sich meine Oma die Dauerwellen legen lassen, und dort hat mir der Barbier die Löcher für die Ohrringe gestochen. Mit einer glühenden Nadel. Alles ist schön, was nicht Wunde ist, und unsere Wunden sind jetzt heil. Hinter Slaski lass uns die Beine vertreten. Wir sitzen am Feldrain und haben Hunger, und zwar großen. Wir würden gern etwas essen, und zwar viel. Ich hatte nicht daran gedacht, dass wir auswärts auch Hunger haben könnten, und nicht vorgesorgt. Wir betrachteten still das dunkelgrüne Getreide. Triticum sativum, denke ich. Leicht zu erkennen, denn beide Blütenspelzen der untersten Blüte sind gleich lang und die Ährenspelzen sind nach vorn geschmälert und scharf gekielt. Aber du sagst, kann auch Triticum spelta sein, denn die Kelchspelzen verlaufen auffallend geradlinig und sind, scheint's, vorne gestutzt. Guter Weizen jedenfalls. Und später sehr schönes Brot, denke ich. Geräusche lassen uns aufhorchen. Bekanntes Heulen von links hinter der Biegung, wo die Straße noch im Fichtenwald steckt. Der Pobeda tritt auf. Jammert und heult entgegen wie kranke Fabriksirenen. Er nähert sich. Wir grinsen erkenntlich. Der Mann sieht, stutzt und erkennt in einem. Uns, wie wir da sitzen. Er bremst und hält, was noch zu halten ist, baut diese immerhin noch fahrbaren, aber kaum noch tragbaren Reste vor unserem Fahrzeug auf, steigt aus. Er teilt der Tür einen leichtsinnigen Schwung, schreitet aus, scheint einen Punkt hinter uns anzuvisieren, schnell und drohend wächst seine Gestalt. Kopf purpurrot und vorangeführt, Halbglatze. Der Rest lang gekämmt in junger Mode. Er hält, als er für uns am größten ist. Wir warten unter seinem spitzwinkligen Blick klein und geduldig und machen uns gefasst. Warten auf viel. Aber er hat nichts für uns als ein Kopfschütteln. Über uns ausgeführt und uns betreffend. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch andere. Wir? Erzogen und bereit, mehr auf uns zu nehmen, als uns zusteht. Unsere Väter haben uns die Lehre leider besorgt und das Gefühl eingegeben. Wir warten, bis er fortgeht, sein Fahrgerät angebracht hat und längs des Getreides davonfährt,
und auf der waldwärts führenden Straße geradeaus, von den parallelen Reihen immer mehr eingezwängt und aufgenommen, plötzlich, wahrscheinlich in einer Senke, verschwindet. Nicht end-, sondern stundengültig für uns verloren ist. Jetzt verachten wir den Spruch unserer Väter und lachen. Als wir den Pobeda kurz vor dem Dorf Novawaka zum zweiten Mal überholen, grinst unser nunmehr seit 3 Stunden Bekannter frech aus den Augen. Er will es uns rechtsgewandten und gesenkten Kopfes gerne verbergen. Aber ich sehe es doch. Sogar die Mundwinkel zucken aufwärts, vorübergehend. Aber immer noch mal. Uns ist, als seien wir nun miteinander bekannt. Der Schelm braucht einen Namen. Wir nennen ihn Lwoweka oder dich, mein stilles Tal, weil wir eben in ein schönes Tal einfahren. Die Gegend kommt mir bekannt vor. Wir halten an. Du steigst aus und gehst quer über die Dorfstraße. Ein Arbeiter mit Strohhut und gestreiftem Kattunhemd, Sense geschultert, kommt dir entgegen. Eine kurze Verhandlung. Popolsku unterstützt durch Zeichen. Der Arbeiter weist zurück und schräg über die Straße auf ein graues Häuschen mit braunen Stielen, Streben und Kopfbändern. Auch braunen Rehmhölzern und schönen, gut erhaltenen, verzierten Sparrenköpfen. Ich, im Auto eingekapselt, schüttle den Kopf. Das nicht. Das war's nicht. Hier nicht. Ich erinnere mich wieder. Du kommst, du öffnest die Tür, du sagst, er sagt, dort wohnt Frieda. Sie spricht Deutsch, sie kennt sich aus. Der Arbeiter mit der Sense beobachtet unser Wendemanöver, bereit, Hand anzulegen. Dann geht er wieder über die Wiesen. Frieda spricht über das Alleinsein und über verschiedene Möglichkeiten, die dann alle nichts waren wegen des Krieges. Frieda schmiert uns Schnitten mit Butter und Quark und bringt uns Buttermilch aus dem Keller. Sie sagt, sie habe gerade Johannisbeeren gepflückt. Sie will Saft kochen. Reinen, schwarzen Johannisbeersaft. Sehr gesund. Und ob wir noch Buttermilch möchten? Delikatessen hätte sie nicht. Inzwischen ist Wanda, ohne anzuklopfen, also ganz selbstverständlich in die Stube gekommen. Das hier ist Wanda, sagt Frieda. Wanda setzt sich auf die Ofenbank, wie eine, die weiß, wann immer ein Auto vor der Nachbarin Haustür hält, dann musst du hin. Denn das hat auch für dich zu bedeuten. Wanda lächelt, stützt die Ellbogen auf die Knie und den Kopf in die Hände und wartet. Wir backen zusammen unser Brot, ich und Wanda, sagt Frieda. Wanda lacht und Frieda lacht mit. Zeigen sich gut gelaunt. Ein Gast in der Stube, ein Gästepaar, ein Mann und eine Frau. Ganz sonderbar angezogen, hellblaue, ziemlich verwaschene Hosen und Strickzeug oben herum, wie Leute im Film heutzutage. Der Film hat angefangen und geht weiter. Die Zuschauer sitzen auf der Ofenbank. Frieda hat neben der Nachbarin Platz genommen. Sie schweigen aufmerksam. Dort im Film wird Brot gegessen und dort wird Buttermilch getrunken. Schöne Blicke gehen über das Brot und über den langen Tisch bis dorthin, wo der andere wartet, und 4 Hände suchen sich auf der groß gekästelten Wachstuch-Tischdecke. Das Suchen findet kein Ende und hört doch auf. Das Paar erhebt sich, geht den langen Gang um den Tisch und küsst die Brotkrümel vom Bart. Sie ihm. Es schaut den Brotschrank an und die alte Lampe und lobt die Buttermilch und das Brot, das frische, knusprige. Da greift Frieda von ihrem Zuschauerplatz ein in die Handlung. Sie schneidet noch mehr Brot ab und schmiert noch mehr und packt 2 Pakete mit je 2 Doppelschnitten, fragt, ob das auch wirklich reicht und reichlich genug ist. Zuletzt füllt sie die Gläser mit Buttermilch und stellt die Gläser auf den Tisch. Jetzt setzt sie sich wieder neben Wanda auf die Ofenbank und erwartet den Fortgang der Handlung. Einen Liebesfilm oder Schicksalsfilm, so ließe sich die Zuschauererwartung klassifizieren. Einen Film zum Weinen und Lachen, aber hauptsächlich schön zum Weinen.
Wanda hat sich das Weinen mit Lachen vertrieben, wollte sich auch hinter dem Lachen verbergen, denn ihr war, als werde der Film nur für sie gespielt, und zwar bei hellem Licht, und die Spieler linsten immer aus den Augenwinkeln, um zu sehen, wie tief sie verstanden würden. Und dann das Reden und Schweigen in fremder Sprache. »Wanda versteht wenig Deutsch«, sagt Frieda. »Woher stammt sie denn?« »Sie kommt aus der Lubliner Ecke, aus der Gegend, genau weiß ich das nicht.« Wanda horcht. Was verstehen ihre Ohren hinter den blonden Dauerwellen? Sie nickt uns zu, steht auf und geht. »Was hat sie denn?« »Ihre Schwiegermutter hat sie gerufen.« »Ach so, ich war schon erschrocken.« »Ach, woher denn? Wir kennen uns. Wir sind Nachbarn seit 45.« »Das ist gut. Aber wieso bist du hier, Frieda? Wieso bist du damals zurückgeblieben?« Frage ohne Fragezeichen. Aber sie steht von selber, seit der Mann mit der Sense dein gut gemeintes Polnisch höflich angehört hat und sachlich Auskunft gab. Dort wohnt Frieda, die spricht Deutsch. Also, Tam Mieszka Frieda, ona mówi po niemiecku. Frieda sagt, ich bin Schweizerin. Ach so, ich wollte eben fragen, warum sie hier geblieben sind damals, sage ich. Meine Frau... »Du sagst, meine Frau, das ist ja auch schöner. Viel besser klingt das als Freundin, Braut oder Verlobte. Meine Frau ist hier in der Gegend geboren. Wir suchen den Ort. Uns kam die Gegend schon sehr bekannt vor, aber jetzt sagt sie, die Berge wären zu klein. Sie war 45 drei Jahre, aber sie sagt, sie erinnere sich noch.« »Lieber Gott, drei Jahre?« »Kennen Sie Probstein?« »Proboschow«, sagt Frieda. Wir setzen uns wieder und rücken Stühle und Bank näher an den Tisch. »Höchstens 5 Viertelstunden von hier«, sagt Frieda. »Übers Votoria drüber naus?«, fragst du und fügst dich heimisch in ihre Sprache. »Nee, müsst ihr nicht. Wart mal. Pielgrzymka, bis dorthin geradeaus?« Dann rechter Hand, immer unterwärts am Wasser lang. Dann ist Twardozice. Dann nächster Ort Proboschow, was früher Probstein war. Kenn ich doch. 5 Viertelstunden, mehr nicht. Dann sind's noch 80 Kilometer mindestens, sagst du. Ach, woher denn? 7, mehr nicht. 5 Viertelstunden Fußkilometer. So. Na, dann sitzen wir ja gewissermaßen schon in der Vorkammer. Du schreibst dir die Namen auf. Kenn ich, Proboschow. Einen Strich müssen Sie übers O machen, sagt Frieda. Und wo ist sie denn her in Proboschow? Maurer war ihr Onkel. Klose, neben der Schmiede. Neben der Schmiede, also Klose Meuer. Der, ja, die haben die Nichte aufgezogen. Die Christula. Ihr verhandelt jetzt über den Tisch darüber hinweg, und ich bin für euch klein und zehre von meinem 3-jährigen Verstand und Wissen. Ihr meint, von mir sei nicht viel zu gewinnen. Ich bin nicht geeignet, Auskunft zu geben. Dabei bin ich es gewesen, die dich bis hierher geführt in der richtigen Richtung und die uns hier miteinander zusammengebracht. Ich rekapituliere, was ich mit 3 Jahren eingenommen. Mein Onkel Heinrich war Handlanger bei Sargasser und Söhne in Schönau, also nicht Maurer. Die Erhebung wird leicht genommen, so leicht wie die eines Kindes, das kürzlich erst sprechen gelernt hat, wenn ich auch mündig und erwachsen und verliebt hier sitze. Ich behalte also meine alten Erfahrungen stille für mich und lasse mich gerne bereden. Jetzt wird meine Herkunft festgemacht. Christula, also Christa Klose. Nicht zu verwechseln mit Christula Klose Heinrich II. Die hatten 3 Pferde im Stall und eine Remise. Diese nicht, sondern Christa Klose Heinrich III, also die, welche 43 in dem schlimmen Winter in der kalten evangelischen Kirche von ehemals Pilgramsdorf, heute Pilgrimscher, das kleine Jesuskindlein,
das Krippenkind in der Weihnachtsgeschichte gespielt hat. Lag in dem Krippchen auf Heu, war zwar in Hasenfelle gewickelt, war aber doch kalt, hat aber doch sehr gefroren, hat geschrien längs der langen Litanei. Ich selber war der großgeflügelte Gabriel. Gegrüßet seist du, Hochbegnadete, der Herr ist mit dir. Und fürchte dich nicht, Maria, du hast die Gnade bei Gott gefunden, bis, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Kapitel 2 Lukas, also Jesu Geburt, da war ich selber gleich noch himmlische Heerscharen mit etwas kleineren Flügeln, Gänsewische, schnell in der Sakristei ausgetauscht und aufgehuckt. Auf die Art verwandelt. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und der Heiland in der Krippe, wie gesagt, die Christula Klose Heinrich III, nahm keine Vernunft an. Und zum Schluss, als die Hirten umkehrten und Gott lobten und priesen um alles, was sie gesehen und gehört hatten, wie dann zu ihnen gesagt war, da verbreitete sich von der Krippe her ein Geruch. Der Kantor schwang in aller Eile das Weihrauchfessel. Christula schrie bis zum Segen. Christula hatte es erwischt. Fieber, mehrere Tage sehr hoch. Die Ruhe. Wir haben um sie gebetet, die Weihnachtsmessen und zu Neujahr. Ich weiß noch, sagt Frieda, ich weiß noch, wir haben sie durchgebracht. Ich bin erkannt. Doch ich werde nicht als Zeugnis genommen. Dass ich hier bin, fleischlich und als Maß vieler gelebter Jahre, gilt nichts gegen die Erinnerung. Die lässt sich Frieda nicht kreuzen, auch nicht durch meinen bescheidenen Zusatz. Ich weiß noch, meine Wiege wurde aus der Kammer in die Stube gebracht, direkt unter dem Seiger aufgestellt. Ich habe die Gewichte, mithin die Zeit, fallen sehen. Du schüttelst den Kopf und nickst dazu. Soll heißen, ich weiß schon und lass sie. Der Heiland passt eben nicht mehr in dich hinein. Sie will nicht, dass du an ihrem geraden weißen Faden spinnst. Frieda nimmt freundlichen Blick an, als wollte sie prüfen und als sollte die Prüfung gut ausgehen, aber sie prüft nicht. Was gibt's zu prüfen, wenn einer erklärt, er sei der alte, verstorbene Graf von Monte Cristo, von dem sie ein Buch hat im Radioschrank? Die junge Frau kommt heute von weit, von hinter der Oder. Wer weiß, was dort alles nicht gewusst wird? Wer weiß, was die sich für Bilder machen? Will sie noch Buttermilch? Fragt Frieda mit diesem freundlichen Blick. Sie will. Ich will. Ich würde schon noch ein Gläschen trinken. Frieda geht, wird holen. Wir warten. Zweimal ein Gegenüber. Ein Paar. Antigesichter. Antipoden und Antimanen. Gegeneinander alle vergleichbaren Organe. Gegeneinander auch die gegensätzlichen. Ich liebe dich, denke ich wörtlich und stark. Fehlt nur noch der Laut zur Sprache. Was tust du? Ich schweige. Was schweigst du? Ich schweige an dich, denn keine Sprache drückt Sachen aus, sondern nur Namen. Auch keine menschliche Vernunft also erkennt Sachen, sondern sie hat nur Merkmale von ihnen, die sie mit Worten bezeichnet. Eine demütige Bemerkung. Irrtümer und Meinungen sind unserer Natur also unvermeidlich, nicht etwa nur aus Fehlern des Beobachters, sondern der Genesis selbst nach, wie wir zu Begriffen kommen und diese durch Vernunft und Sprache fortpflanzen. Dächten wir Sachen statt abgezogener Merkmale und sprächen die Natur der Dinge aus statt willkürlicher Zeichen, so lebe wohl Irrtum und Meinung. Wir sind im Lande der Wahrheit. Versteht mich der andere? Verbindet er mit dem Wort die Idee, die ich damit verband? So dachte für mich Herder Johann Gottfried in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Ob wir reden oder schweigen, wir sind in diesem Lande.
Wir beantworten Johann Gottfrieds demütige Bemerkung mit einem maßlosen Ja, jetzt. Jetzt befinde ich mich dort. Jetzt bin ich in diesem Lande. Jetzt beschreibt gewöhnlich eine kurze Zeit. Sie wird nur länger durch Wiederholung. Jetzt und jetzt. Der Buttermilchkrug ist blau und kühl, frisch aus dem kalten Keller. Frieda eifert mit reinen Gläsern. Sie trocknet hinter dem Überhandtuch. Eine Schrift fällt auf, blendet ein in die Handlung, rostrot auf weißem Nessel, Schwabacher Schrift, mit Plattstich appliziert, Stück deutscher Sprache, und als diese fällt der Spruch auf, nicht wegen der Poesie, die eine unbeschäftigte Ahnfrau mühselig und langwierig zu Nessel gebracht hat. Der Mensch erfährt, er sei auch wer er mag, ein letztes Glück und einen letzten Tag. Sonst lebt Frieda auf Polnisch. Herbata, Kawa und alles, was sonst zum Leben in Nowalaka gehört, nebst zugehöriger Grammatik. Ich komme aus, sagt Frieda. Ich habe alles. Die Stubentür klingt langsam nieder. Wanda, jetzt mit frisch vorgebundener Nil-Test-Schürze, die Schwiegermutter an der Hand und zwei kleine Jungen am Rock, kommt, um uns ihren Leuten vorzuführen. Du sagst auf Polnisch, »Bitte, liebe Herrschaften, sind das Ihre allergnädigsten Kinderchen? Ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich die Ehre haben dürfte, Ihnen, Herrschaften, einen meiner höchst eigenen Plätze anzubieten, und ließen sich die Herrschaften schließlich nieder, so wäre dies in der Tat für mich ein Zeugnis Ihrer Zuneigung, der ich so dringend bedarf. Tun Sie Ihre Absicht kund. Außerdem freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, ganz schön heiß heute, was? Ein rechtes Eselswetter. Ein Tag mit langen Ohren also, ein ungesattelter und hellblauer Eselstag. Grammatisch einwandfreie Wortfolge, leicht modifiziert und ergänzt aus original brieflicher Sprach- und Sprechunterricht nach der bewährten Methode Toussaint Langenscheid für das Selbststudium Erwachsener, gesetzlich geschützt, Nachdruck verboten und strafbar und so weiter, Auszug aus den Lektionen 11 bis 13, Gespräch unter guten Freunden. Die Besucher sind nervös geworden. Wanda, rot im Gesicht, dreht die neuen Schürzensäume und lacht verstört. Die Kinder grinsen und puffen sich in die Seiten. Die Schwiegermutter hockt verlegen auf einem Schemel neben der Tür und behält die Klinke im Auge. Wer weiß, was du noch alles gesagt hast und was du noch sagen würdest, wenn nicht Frieda dazwischen gefahren wäre. Will die junge Frau noch Buttermilch? Dankeschön, hat gut geschmeckt, aber wir müssen jetzt los, wir kommen wieder. Danke, danke, auf Deutsch und Popolsku. Wir fahren. Die Sonne steht steil, stille auf den Feldern, auf Wiesen und Straßen. Amsel, Drossel, Fink und Starn haben längst und eilig ihre Lieder gesungen und sind nun auch müßig, irgendwo tief im Wald, denke ich. Und die Menschen sind in den Häusern oder unter einem Feldbaum und trinken oder schlafen ein Weilchen. Du ziehst deinen Pullover aus während der Fahrt, ich helfe dir. So gehörst du aufs Pferd. Dieses praktische Kraftkonzentrat, genannt Automobil, also Selbstbeweger, spricht deinen starken braunen Schultern Hohn jetzt. Auch der glatte Asphalt spricht Hohn. Du gehörst auf eins der 45 aus der Koppel stürmenden Pferde. Galopp durch die sonnenweiße Pusta oder Tundra oder Sierra Nevada. Die Herde folgt dir. Steile Böschungen, breite Gräben, schräge Hänge, Hügel, Berge, schließlich kühles Gebirge. Das Reitpferd im Schritt geführt, kehrst du am Abend aus dem Gebirge zurück. Neben dir reitet das Fräulein in meiner Gestalt. Und hinten folgt auch die Herde. Wir fahren schnell.
An der vorgeschriebenen Kreuzung Pjelgjimka entdecken wir den von Frida vorausgesagten Postkiosk und wir biegen an der angegebenen Stelle rechts ab, fahren über eine Brücke. Darunter fließt ein Bach, schnell und glatt und ungestört, ein Bach ähnlich der Katzbach. Oh, ich kenne die Katzbach noch. Ein Fluss wie die Weißeritz, die kurz vor der Flutrinne in die Elbe mündet, so still im Sommer und so stürmisch im Frühjahr und Herbst. Hinter Pjelgjimka waren wir wieder zwischen Feldern. Links Hafer, Avena speciosa, rechts Weizen, Triticum sativum. Und was sehen unsere Augen dort, links im Haferstroh? Ein blaugraues Auto vom Schlage Pobeda, Motorhaube offen, grübelnd ein Mann auf dem Feldstein, ein Hammer in der Hand. Um sich unorganisierte, widerlich bockbeinige Materie, Werkzeuge und Ersatzteile. In einem Wort Chaos. Hier muss einem Freunde geholfen werden. Wir treten näher. Du erkundigst dich auf gut Polnisch, erprobte Methode Toussaint Langenscheid, ob wir uns die Ehre geben dürften. Empfohlene Sätze für das Antragen von Hilfeleistungen, Lektion 20. Dich mein stilles Tal legt den Hammer beiseite, deutet auf die Dinge und sagt in diesem östlichen Esperanto, verständlich von Vladivostok bis Dresden, kann sein, auch noch weiter, Maschinen kaputt. Und ihr nickt übereinstimmend. Ihr betrachtet sinnend den Motor. Dich mein stilles Tal erklärt abermals, Maschinen sei kaputt, nix, kein Hauch, kein Laut, kein Schrittchen sei mehr aus ihr herauszuholen, und er beginnt nun redselig sein Autochen schlecht zu machen. Er weist sich als geselliger Typ. Du hast inzwischen den Benzinstand kontrolliert. Benzin ist. Zehnerschlüssel, sagst du. Auf Polnisch. Dich, mein stilles Tal, reicht das Werkzeug. Gehorsam. Aber mit Würde. Und von tiefen Zweifeln erfüllt. Du löst die Mutter vom Vergaserdeckel, nimmst den Deckel ab und gibst dem stillen Tal erst Deckel, dann Dichtung. Halten. Nicht verlieren, sagst du. Nie gubitz. Der Schwimmer sitzt unten, sagst du auf Deutsch in meine Richtung. Unten? Ja, kein bisschen Benzin mehr drin. Du reinigst das Schwimmernadelventil. Jetzt starten, sagst du mit Hilfe von rechtsdrehendem Daumen und Zeigefinger. Stilles Tal legt Deckel, Dichtung und Schlüssel ab und tut, wie ihm geheißen. Vorsichtiger Startversuch bei offenem Vergaser. Du fixierst den Schwimmer und beobachtest das Ventil. Benzin kommt. In Ordnung. Wo ist der Deckel? Die Dichtung? Der Schlüssel? Wer kann Angaben machen? Wo wurden die vermissten Gegenstände zuletzt gesehen? Langes Suchen, auch unter dem Auto. Großer Radius wird abgegangen, resigniertes Niederlassen auf dem Feldstein. Aufspringen, denn unter deinem Sitzefleisch, Deckel, Dichtung und Schlüssel. Erfreutes Erkennen, du passt den Deckel auf. Jetzt wieder starten. Daumen- und Zeigefingersprache. Fingerzeig auf den Fahrersitz. Der Motor kommt zögernd. Noch einmal. Beim vierten Startversuch gehorcht der Motor sofort und hört sich gar nicht mal schlecht an. Jetzt, erklärst du dem zufriedenen Pobeda-Besitzer, jetzt seien alle Bedingungen im Sinne des Vergasererfinders wieder erfüllt. Ventil frei. Der Kraftstoff marschiert. Maschinen gut. Dobrze. Dich, mein stilles Tal, lobt sein Auto über die Maßen. Gute Fahrt. Dzień dobry. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wir fahren. Langsam fährst du. Warum fahren wir langsam? Manchmal kommen zwei unabhängige Defekte zusammen, zwei, die sich völlig fremd sind, ohne gemeinsame Ursache. Eigenwillige Philosophie von Autofahrern, die selbst reparieren. Du meinst, das Tal sitzt immer noch auf dem Felde? Vielleicht ist er zurück nach Pjelgjimka und hat dort in Drei Linden eine Brause getrunken.
Kann sein. Wir fahren also vor Twardozice links Wäldchen einwärts und warten in einer Schneise auf unseren Freund. Wenig später zieht der Pobeda an uns vorbei. Sauberes Geräusch wie nie, sagst du. Wenige Minuten später, genau an der Schule von Twardozice, ziehen wir an dem Pobeda vorbei. Dich, mein stilles Tal, kneift die Augen zu, schüttelt sich wie vom Fieber befallen und zieht sich schließlich selber am Ohr und fragt sich streng und Popolsku, wo gibt's denn sowas? Dabei setzt er ein ziemlich neues Gesicht auf. Damit könnte er glatt den Hasen im Märchenfilm vom Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel spielen. Er behält diese verwirrten Augen und die verwunderten Ohren und die Leck-mich-am-Arsch-Nase, bis wir ihn aus dem Rückspiegel verlieren. Hinter dem Dorf treffen wir wieder auf den Bach. Dort siehst du die Forellen springen, wie es im Liede gefordert wird. Du, das ist die Katzbach, ich bin sicher. Ich erkenne die Uferwiesen. Dort haben die Kinder immer gespielt, ich auch. Im Frühling waren die Wiesen jedes Jahr weiß von dichter Narzissen, Narcissus poeticus. Hier wollten wir als Kinder immer gern sterben, wenn uns die Welt missverstanden und Unrecht bestraft hatte. Meine ältere Freundin und ich konnten jedoch nur abwechselnd aus der Welt, denn wir hatten uns gegenseitig versprochen, den Hinterbliebenen unsere jeweils letzten Worte zu überliefern. Die hatten wir uns in schönen Stunden ausgedacht. Ich weiß noch, ich wollte sagen, eine Blume ist eine Rose. Mit dem Rätsel sollten meine guten Bekannten und lieben Verwandten allein bleiben. Sollten sie sich ruhig bekümmern. Ich würde nur lachen, von oben herab. Eine Blume ist eine Rose? Ortseingangsschild Proboschow. 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 Jetzt von Kindern und Vätern und Müttern und Großvätern und Großmüttern und hin und wieder auch von einer Urgroßmutter und einem Urgroßvater bewohnt. Mein aufgehobenes Land. Die Dorfstraße, die früher schon skandalöse, ist länger geworden und schmaler. Die Ufer sind breiter, der Bach selbst ist zurückgetreten. Ich vermute hinter jeder Straßenbeugung und hinter jedem Wegstrauch die Stelle, nicht das Haus. Ich weiß ja, das steht nicht mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Ich erwarte die Stelle und das Nachbarhaus, die Schmiede. Mein langer Weg ist noch länger geworden. Warum? Weil ich suche. Das ist die kleine Brücke von Mitteldorf. Onkel Heinrich besitzt ein Foto. Ohne Rand, Bütten, also im Stil von Foto Kunze aus Schönau. Eine Aufnahme von Sonntagsspazieren. Kleine Rast an der Brücke. Onkel Heinrich steht vor dem steinernen Brückengeländer. Tante Margarete sitzt auf der Mauer und hält mich auf dem Arm. Ein widerborstiges Wickelkind mit weit aufgesperrtem Schnabel. Neben uns, wiederum stehend, mein Cousin Rudi, ihrer beider einziger Sohn und Erbe. Onkel Heinrich hält sich groß und gerade, wie er sich selber gerne überliefern will. Das dünne Haar locker gekämmt, der Kopf ist ein wenig nach vorn geneigt, damit der Bart noch länger wirkt. Bis über den Jackenausschnitt reicht er. Sieht also keiner, dass Klose, der Maurerhandlanger, auch die Sonntagskragen gespart hat. Die Arme in gerader Seithaltung, ganz ohne Faxen, die Schuhe absolut blank. Tante Margarete neben dem Onkel sieht viel jünger aus, wie eine 40-jährige Konfirmandin. Sie trägt altmodischen Mittelscheitel und Knöpfchenschuhe. Cousin Rudi in Nazi-Uniform, Dienstmütze mit Luftwaffenzeichen, keck auf dem Knie, die Augen geschlossen wegen der Vorsonne. Fotoexperten hätten die Komposition ausgeklügelt genannt, aber es ergab sich alles von selber. Wir Menschen, Onkel, Tante, Rudi und ich, als Akteure schön im Mittelgrund, Köpfe akkurat in einer Höhe, also isokephal angeordnet. Vor uns die breite Straße, durch die eigenwillige Perspektive des Kunstauges überhaupt erst zur Straße gemacht. Eindruck einer größeren Kleinstadt mit hübschem Boulevard. Auf dem hellen, fast weißen Vorfeld ein dunkelgrauer, stelzbeiniger, dürrer Schatten, querliegend, entfernt menschenähnlich,
Womöglich Teufelshörner und Teufelsschweif. Ungenaue Auswüchse jedenfalls. Hinter uns, am Berg, also über uns auf dem flachen Fotopapier, die drei Häuschen, die du dort siehst, und auf der Anhöhe das kleine Plateau, die Wiese mit Wäschepfählen bestückt und quer und kreuz Wäscheleinen mit frisch waschener Wäsche. Ein Wind war in Probstein diesen Sonntag. Er hielt die Wäsche in Aufruhr, das Unterhemd breitet die Arme aus, die Windbewegung und die träge Chemie auf dem Negativ, Umsetzung von Brom-Silber-Emulsion mit Hilfe von Licht, man kennt das, das bringt ein anderes hervor als nur die eben gemachte Natur. Und erst die verschiedenen Augen der verschiedenen Betrachter. Jeder hatte sein eigenes Andenken und ein eigenes Bild von dem Tag. Aus den Hemdärmeln sind Flügel geworden. Ein Engel schwebte über uns. Ich habe ihn staunend erkannt und oft angesehen und wusste sofort, als ich den Abzug zum ersten Mal sah, warum mich die Umstände ängstigten, denn auch der Teufel hielt sich ja ziemlich in unserer Nähe. Die anderen haben weder Engel noch Teufel erkannt. Tante Margarete sagte: Gottschling müssen arm Wäsche machen sonntags, wann jeder spazieren will. Und? Hans Pfeiffer hätte sich mehr seitlich stellen müssen. Wie sieht denn das aus, so ein Lulatsch mit auf dem Foto? Diese Brücke ist das. Jetzt kommt rechter Hand ein Laubwäldchen, ein Busch über den Berg geschritten. Der muss neu sein. Kommt eilfertig aus dem hohen Gebirge, läuft auf das schiefergedeckte Haus zu, hält vor einem Palisadenwall, einer eisernen, ellipsenförmig um das Häuschen geführten Vorrichtung, vom Schmiedemeister und Hausherrn vor vielen Jahrzehnten selber ersonnen, entworfen und aus Bandeisen in knapper Freizeit gebaut und zum Schluss als das schönste und brauchbarste Stück empfunden. In England war sowas seit langem in Mode. An dem Palisadenwall sollte jeder ohne Missverstand lesen: Das ist ein Schmied, also such mal so einen. Der kann was. Allein wenn du mal die gedrehten Querstreben nimmst. Sowas findest du auf der Welt nicht. Das ist Kunst. Allerdings ohne Gebrauchswert. Und wenn du mal rechnest, für dich zu teuer. Liebhaberstück also. Nichts als das. Aber einer hat den Ursinn dieser Einrichtung doch erkannt. Der Wald. Der steht davor und traut sich nicht drüber. Was findest du nun neben der Schmiede? Links daneben, in Fahrtrichtung, also dahinter? Wegloses, undurchdringliches, eine Urlandschaft, rotes Gestein vulkanischen Ursprungs, Naturschutzgebiet, Blumen und Unkräuter in schöner Gemeinschaft, Voliere für alle vorkommenden Vogelarten, Terrarium für sämtliche Insekten und Salamander des östlichen Mitteleuropas, Schöpfsteine eines versandeten Brunnens, Rinnsale früherer Gräben, schwarze Gerüste einstiger Apfelbäume, Behausungen für heimische Pilzfamilien und Wald. Geburtsort heißen diese Bäume. Also siehst du, nun sind wir also an Ort und Stelle. Das sagt sich so leicht, fast wie ein Achselzucken. Wir umarmen uns heftig. Zwei kleine Mädchen mit schweren Schultaschen gehen an uns vorbei, senken die Köpfe. Para Sakochanich, liebes Paar, flüstern sie und lächeln vor ihrem Wissen und schauen sich immer wieder neugierig nach unseren fortschreitenden Zärtlichkeiten um. Wir winken. Die Mädchen lachen und winken auch. Es gibt Lieder, die sind zu Zeiten wortwörtlich warm. Zum Beispiel: Und nähmst du einen toten Stein, mit dem das Kindlein spielte, aus Gustavs Onkel in der Ahnenfeier von Adam Mickiewicz. Ich gehe voraus, bergan. Komm mit, mal sehen, wie es oben aussieht. Wiese und dann wieder Wald. Das Unterholz schlägt hinter uns zusammen. Wissen wir, ob die Anhöhe um diese Zeit einsam ist? Wir lauschen. Wir rufen: Hallo auf Polnisch. Wie sagt man Hallo auf Polnisch? Aber wir sind schon gehört oder vorhergesehen. Eine Frau ist auf unserer Spur. Ein kleines, schwarz-grau gekleidetes Weibchen.
Quer zum Berg kommt sie rasch und wie gerufen auf den Wald zu, unseren Stimmen entgegen. Ide, Ide, ich komme, ruft sie, als müsste sie uns zu Hilfe eilen. Dabei haben wir nur große Lust, uns in einsamer Gegend gehörig zu lieben, allen Mücken zum Trotz und den Ameisen zum Trotz, auch gegen alle Fichtenzapfen und Binsen. Verfahrene Situation. Ein Fluch ist am Platze. Lass dir nichts anmerken, sage ich. Sei bitte freundlich. Wir treten aus dem Unterholz und stellen uns. Dzień dobry, sagst du freundlich. Dzień dobry, Państwo. Guten Tag, die Herrschaften, sagt die Frau freundlich. Sie kommt näher und betrachtet lächelnd mein blankes Armband. Dzień dobry, Pani, sage ich freundlich. Du hast inzwischen grammatisch einwandfreie Sätze parat. Selber gemachte diesmal. Ich sei hier geboren, sagst du. Dort, du zeigst. Ziemlich genau dort habe meine Wiege gestanden. Koliska, Wiege, sagst du. Und das stimmt ja auch. Das klingt nur so ferne, so alt. Es sei eine schöne Gegend. Sie nickt und lächelt und nimmt mich bei der Hand. Sie sagt etwas. Was sagt sie? Sie sagt, du siehst gut aus, du seist schön. Frag die Frau doch mal, ob sie einen Klose gekannt hat. Frag doch mal, wann sie hierher gekommen ist. Aber wie heißt der Lokativ von männlichen Substantiven? Das Verb wohnen, wird es im Polnischen intransitiv oder transitiv gebraucht? Wenn ja, auf welchen Fall zielt es? Sag's doch einfach, sie wird schon verstehen. Du sagst, jak długo panie mieszka tu, ile lat, od dawna, jak długo, und so weiter. Die Frau nickt und nimmt mich um die Schultern. Sie zeigt in den Wald, spricht schnell und macht große Gebärden. Von unten herauf beschreibt sie mit Händen und Worten ein großes Ereignis. Das wird größer, wächst noch, nimmt immer noch zu. Sie spricht schnell, widerspricht meinem freundlichen Antwortgesicht. Ich kann sie nicht verstehen, sagst du. Ist nichts zu machen. Sie verschleift so. Aber plötzlich verstehen wir inmitten der polnischen Zischlaute und Nasale das. Klose. Sie nennt meinen Namen. Sie hat euch gekannt. Vielmehr, sie kennt deinen Namen, sagst du. Aber sie hat uns noch mehr zu sagen. Verstehst du nicht? Bitte verstehe, was sie sagt. Vielleicht ist es wichtig. Du willst wenigstens ihre Zeichen enträtseln. Das Haus ist eingefallen, zusammengebrochen. Vielleicht beschossen worden? Irgend sowas. Jedenfalls, sie weiß davon. Sie war wahrscheinlich dabei. Sie beobachtet uns. Unzufrieden, ängstlich fast. Nie, nein, sagt sie. Sie bläst, als würde sie ein Licht ausblasen. Nie rozumie. Jetzt sagt sie ein Wort. Das Wort in deutscher Sprache. Feuer. Und noch einmal Feuer. Lautlich mehr in Richtung Feier, aber hervorgebracht unmissverständlich. Feuer. Du übersetzt mir. Das Haus ist abgebrannt. Wer weiß wie. Vielleicht hat's dein Onkel selber angezündet, bevor er fort ist. Dem Lumich traue ich alles zu. Das Haus, das er selber gebaut hat? Das glaube ich nie und nimmer. Das Mütterchen begleitet uns zur Straße. Die üblichen Sachen lassen sich leicht erklären. Woher? Aus Dresden. Wohl eine große Stadt? Jelkie Miasto? Ach ja, ziemlich groß. Wohl mit Straßenbahnen und Kino? Ja, mehrere. Und vielleicht auch Zirkus? Auch. Und was arbeitet ihr? Biologie, Pflanzenzucht, höhere Erträge. Das lässt sich nun wieder schwieriger übersetzen. Mehr Brot, sagst du. Piekars, sagt sie. Bäcker, guter Beruf. Sie umarmt uns. Wir lassen es gelten. Und wohin jetzt? Nach Wrocław. Was denn heute noch, du liebe Zeit?
Wrocław ist weit, so weit, sehr weit. Nazywamsje Halina Nalkowska. Meine Söhne heißen Xaver, Jerzy, Tadeusz, Bogdan, Kronel und Stanislav. 6 Söhne leben noch von 12. Sie arbeiten in einer großen Zementfabrik. Viel Zement. Denn überall bauen, erklärt sie uns. Hohe Häuser. 10-mal Fenster übereinander. Aber Mami Strach. Wir haben Angst, Furcht, Sorge. Angst. Angst? Warum? Wovor? Vor wem? Krieg. Vielleicht müssen wir wieder einmal fort von hier. Nein, das wird nicht sein. Die Oder-Neiße-Grenze ist endgültig, bis es mal überhaupt keine Grenzen mehr gibt. Sie umarmt uns wieder. Gute Menschen wollen Frieden, sagt sie. Und dann streift sie langsam und sorgfältig den linken Jackenärmel über den Ellenbogen und schließlich auch den Blusenärmel, sorgfältig und ohne Eile, als zögere sie noch, denn du warst 5 Jahre und ich war 3, als das zu Ende ging. Sie zeigt uns die Nummer. Was tust du, Mensch, der du hierher gereist bist aus Dresden, guter Stimmung und wohlerzogen in sozialistischen Schulen? Du nimmst die Hände vor das Gesicht, erschrocken, und zeigst, dass dir nichts dazu einfällt. Nichts. Kein Wort. Denn es gibt keine Brücke, keinen Weg, keine Linie zwischen dem vorzeitlichen Frühjahr und dem jetzigen, hiesigen Augenblick. Was sollst du sagen? Jawohl, Faschismus, dafür gibt es Merksätze, aber was nützen sie dir, wenn du hier stehst, vor einem circa 70-jährigen Mütterchen, das dir freundlich und arglos entgegenkommt, Worte wie Feuer auf Deutsch weiß, dich umarmt und deinen Onkel gekannt hat und diese 6-stellige Nummer auf dem linken Arm eintätowiert hat und wer weiß, was erlebt hat durch deutsche Vorväter, vielleicht war deiner beteiligt. Du schlägst die Hände vor das Gesicht, du schüttelst den Kopf, du wendest dich ab und legst die Stirn gegen das Auto und schweigst. No, so pan Robi. Na, was machen Sie denn da? Mütterchen Halina Nalkowska deckt erschrocken ihre Nummer zu. Sie streichelt meinen Rücken, redet auf Polnisch. Proszę pani. Sie ist müde von der Reise, sagst du. Ach, ich bin nicht müde. Mütterchen Halina sucht einen scherzhaften Ton. Sag ihr bitte, ich bin kein Kind, sie muss nicht so mit mir reden. Ich heul ja auch gar nicht. Was bringt mich so aus der Fassung? Die Nummer und die schrecklichen Assoziationen? Oder dass sie uns die Nummer gezeigt hat? Das kann hier überall passieren. Wenn du dich so aufregst, hätten wir nicht fahren dürfen. Es ist ja schon gut. Komm, lass uns fahren. Auf Wiedersehen, Pani Nalkowska. Bleiben Sie gesund. Lebt wohl, Kinderchen. Grüßt Klose. So ähnlich sagt sie, wendet sich um und will gehen. Mit eins fällt ihr noch etwas ein. Sie schüttelt den Kopf. Das soll vielleicht Voriges fortwischen, ausradieren, vergessen machen. Wisst ihr, Kinderchen, unten im Dorf hat einer gewohnt. Sie erzählt uns eine Geschichte, als hätte sie jetzt ihre Enkel bei sich und wollte denen eine Freude machen. Sie erzählt mit einfachen Worten, du übersetzt. Wisst ihr, Kinder, im Dorf unten im Jahr 45, als die Deutschen fort mussten und wir, die Polen, kamen, hatte einer von den Deutschen, bevor er fort ist, seine Stube frisch getüncht, die Regentonne leer geschöpft und die Brücke über den Graben hinter seinem Haus repariert. Dann hat er seine Kuh angespannt, hat die Familie auf den Leiterwagen aufsitzen lassen, die Fuhre vor das Tor auf die Straße kutschiert und zu guter Letzt den Hof gekehrt. Dann ist er mit seinen Leuten losgefahren. Ich weiß, ich kenne die Geschichte. Vor Jahren hat der alte Reinsch, Schmiede Reinsch aus Essen, meinem Onkel davon geschrieben.
Auf Wiedersehen, Pani Naikowska. Jetzt müssen wir eilen, denn bis 20 Uhr werden wir in Wrocław im Hotel Metropol erwartet. Ein braves Auto, ohne Mucken, obwohl auch nicht gerade das jüngste. Wir brausen, die Katzbach entlang. Kleine Städtchen, juligelbe Getreidefelder, weit und eben. Aber vor mir hebt sich das imaginäre Gebirge, rotes Eruptivgestein, Proboschow, neue Erinnerung. Heiße Gesteinsmassen füllen die alten Ablagerungen. Metropol, ein Hotel, gegründet etwa 1920 und im Jahre 1928 modernisiert, auf den neuesten Stand gebracht und so erhalten. Unser schnelles Urteil, es gibt bessere Unterkünfte. Das Empfangspersonal, wird uns von einem deutsch sprechenden Portier gesagt, sei in der Kleiderkammer zum Wäschewechseln, möchten sich gedulden, bis sich wieder zurück. Geduld haben wir keine, also suchen wir das Restaurant. Eine kleine Mattglastür, vorsorglich jugendstilistisch beschriftet, Restauratia. Als kämst du in das Innere eines intim beleuchteten Eichbaums. Täfelung über dir, unter dir und um dich herum, das Holz dunkel gebeizt. Tische mit bronzefarbenen Tischdecken und über jedem Tisch eine Pendelleuchte mit gläsernen Perlenschnüren verziert. Das Restaurant ist ziemlich besetzt. Rauchen, sprechen, klirren, klappern. Die Gäste sind mit sich und miteinander beschäftigt. Wir Ankömmlinge fallen nicht auf, finden unseren Tisch und warten auf den Ober. Sind die auch in der Kleiderkammer Anzüge wechseln? Du versicherst dich der wichtigsten Essvokabeln. Wiener Schnitzel oder Rinderbraten. Beachte den Teilungsgenitiv, denn du willst nicht alle Schnitzel der Welt. Wir essen dann schnell und trinken den Wein aus und zahlen. Mir ist, als sei ich mit dir vor Jahrzehnten in Proboschow gewesen. Mir ist, als hätte ich schon oft in diesem Restaurant mit dir gesessen und über irgendetwas nachgedacht. Wir fahren im vergitterten Fahrstuhl mit den vielen schönen Messingschildern und Messingschrauben im vergitterten Schacht bis zur dritten Etage, Zimmer 23, mit Bad, Wasserhahn auf, ein kräftiger Strahl fällt in die Wanne. An der inneren Schranktür, wie üblich, mit Reißzwecken festgemacht, das Inventarverzeichnis des Zimmers. Ein Bett, ein Schlafsofa, zwei Lampen, ein Megafon, ein Schränkchen. Wir baden zusammen, du küsst meine Knie, ich küsse dein Haar, wir trocknen uns gar nicht erst ab. Fallen in dieses Wasko, nass und heiß, einige Sekunden ratlos und dann sehr entschlossen. Proszę pana. Du bist ein ausgezeichneter Liebhaber. Proszę pani, du bist eine erfindungsreiche Geliebte. Proszę pana, alles ist schön und das ist besonders schön. Proszę pani, du bist gut für mich am Tage, aber auch nachts und jetzt. So gut warst du noch nie. Wir also jetzt Ausbunde an schöner Geschicklichkeit. Erster Satz, laut und bestimmt, ich liebe dich. Es gibt noch Wünsche, zum Beispiel Äpfel. Warum haben wir kein Obst gekauft? Wir wollen noch einmal unter Leute, reden, hören, essen, trinken. Lohnt sich das? Allemal. Also los, Kleid oder Hose? Hose. Pferdeschwanz oder Zopf? Zopf. 50 Zloty oder mehr? Nimm mal lieber alles mit. Licht aus, Türe zu, langer Gang bis zum Fahrstuhl, Hand in Hand. Fröhliche Gewissheit, die Nacht ist noch nicht zu Ende und die Reise dauert noch und das Leben mit dir fängt wahrscheinlich erst an. Dieser Stimmung summt sich auch gleich ein Lied. Aber wie? Letzter Song der Beatles. Der Messingknauf an der inneren Fahrstuhltür glänzt wie neu von ständiger Berührung. Wir drücken das E und lassen uns sinken. Öltriefend die Gleitschiene. Vertrauen erweckend der Einblick in den Mechanismus des Steigens und Fallens, den die Konstruktion hier gewährt.
Aufsehen erregend die Begegnung mit den Gegengewichten und aufmunternd der Anblick des mitgeführten Sicherheitsseils. Die Gittertür im Erdgeschoss schnappt weich in das geölte Schloss. Die Rezeptionsmädchen grüßen. Dzień dobry, Państwo. Sie lächeln geradeaus und geben sich den Anschein, als könnten sie Wissen und Schlüsse daraus ziehen, was in der Stunde über ihren Köpfen über dreifachem Beton und den hohen, dreimal geteilten Luftschichten geschah. So lächeln Schlafende über die Farbe.